Ich präsentiere, Dankeschön, kannst du wieder abmarschieren, wir sehen uns nachher noch wieder. Ich präsentiere Ihnen jetzt ein Kinderschicksal der ganz anderen Art. Mit 6 Jahren musste diese kleine Engländerin Connie Talbot sich bei einem Talentwettbewerb von einem Telefonverkäufer mit schlechten Zähnen von der Bühne singen lassen. Und dabei war sie so niedlich. Schauen Sie sich das an. Paul Potts. So, nun ist die Kleine von damals inzwischen stolze 8 Jahre alt, hat sich von ihrem Schock erholt und singt heute einen Titel von Whitney Houston, der durchaus hohe stimmliche Anforderungen stellt, welche aber von der kleinen Künstlerin selbstverständlich live bewältigt werden. Hier ist Connie Talbot mit I Will Always Love You. Wir müssen die Tür nicht ganz aufmachen. I will always love you.
Ja. This was not an easy song to sing. Ja. And you are 8 years old, 8 Jahre. Ja. How did you sing with 7 or with 5? You're always a good singer. I don't know. Kannst du noch einmal, damit uns das überhaupt glauben, so give me another, I love you. Can you do it without the music, just out of your boots? Okay. Okay, one more. Sarah, gut aufpassen. One more. And this is Sarah Connor. Hello. Nice to meet you. Beautiful. Wow. Do you want to become a pop star? Maybe. Weißt du, was du dann für Schuhe anziehen musst? This is the shoes you have. Okay? Ja. Aber wenn du dieses Lied mit den Schuhen gesungen hättest, wärst du umgefallen. So much power. Thank you very, very much. Very impressive. Hast du mit 8 Jahren auch so gesungen, oder? No, I'm gonna go home now. Nein. Siehst du? Ich hab noch nicht so gesungen, ich glaube nicht. Die Sarah muss sich über den Text für ihre Lieder auf den Rücken schreiben. Guck mal, damit sie es nicht vergisst hier. Thank you very much. Pleasure having you here. I'm proud of you. Bye-bye. Good job. So. Great. So, Vicky. Herzlichen Dank und einen guten Tag. Du bist ja auch eine stimmbegabte Frau, aber ist das was ganz Besonderes? Was sagst du als Fachfrau? Oder? Ja, das ist etwas sehr Außergewöhnliches, so ein Talent zu haben hier. Ja. Und sie war eben so großartig. Da muss man ja, kann man ja gar nicht mehr weiter hier am Telefon sein. Aber nichtsdestotrotz, läuft es gut? Bist du zufrieden? Läuft sehr gut.